Guten Tag, willkommen zum Video. Ich zeige euch mal, was ihr mit eurem Computer ein paar Probleme habt. Zum Beispiel ein Sicherheitsupdate, wo ihr das Update so machen könnt, dass ihr sagt, mein PC ist langsam und was könnt ihr drauf tun oder lassen könnt. Das zeige ich heute in diesem Video und heute, wenn wir in den Einstellungen reingehen, ich habe mir dieses Funktion Update hier mal, was da über war, mal gucken, wo geht meine alte Systemsteuerung da? Hier Systemsteuerung, Programme, Updates installieren, ja, Updates anzeigen und hier auf Updates installieren. Das war das andere. Und jetzt gehen wir zum offiziellen Seite, was da Probleme steht oder Probleme, dieses Update nochmal installieren zu können. Da sind, packe ich links die Beschreibung, da ich habe diese KB 525 65063 rausgefunden, weil es gibt auch Probleme hier irgendwo. Dann habe ich gesagt, löscht es erstmal das Update, dann entfernst du das und dann werden wir zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel mal gucken, Moment, wenn wir zum Beispiel mal ein bisschen runter, so, dann gehen wir jetzt hier in schreibe ich euch eine Videobeschreibung rein, bis ich das nicht vergesse. Schnupfen hier. Bisschen Nasenverstopfung. So, dann gibt es hier Sicherheitsupdate von Microsoft. Link ist in der Videobeschreibung. Scroll bitte nach unten. Hier suchst du Systemanforderungen für Sachen, die sind auch für Windows 10 geeignet. Ihr könnt für mich das runterladen oder ihr könnt es 2011. Ist das schon gemacht worden? Da hat man so ein Patch hingeschrieben, Deutschsprache, und hier legt das Ganze jetzt mal runter. Runterladen, erstmal sagen sich, brauche ich das 64 Bit oder die 64 Bit. Das kann man dort abchecken, was man für ein System hat. Wir gehen auf PC Info. Ich habe einen 64 Bit Prozessor, also 64 Bit System, das heißt, ich lade auch die 64 Bit herunter. So, Download. Dann vielen Dank für dein Download. Das heißt, jetzt wird es gespeichert. Das speichere ich auch ab. So, minimieren den diesen. Was ist er denn? Der heißt Brave. Brave heißt er. So. So, dann haben wir diese Datei. Die werde ich jetzt ausführen mit Rechtsklick als Administrator ausführen. Ja. Jetzt wird es installiert, jetzt wird das Sicherheitsupdate installiert und bitte zustimmen, bitte die Lizenzbestimmung, wann das Software installieren und dann bitte dir, ich habe die Lizenzbedingungen gelesen. Dann klickst du bitte hier als Nachsenden, das heißt Info senden, möchte ich raus haben, möchte ich haben. So, klickst auf Install. So, Install, beginnt die Installation und es kann ein bisschen, es dauert nicht mehr so lange. Freue ich mich und jetzt können wir dieses Archiv wieder weglöschen. Software sehr fein und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Jetzt können wir mal nachschauen, wieder da ist. Das heißt, zum Beispiel jetzt hier Programme ab jetzt anzeigen lassen und da ist es oben. Das ist das frische installiert haben. Bitteschön. Ich hoffe mal, es hat euch hilfreich getan. Das Video haben wir jetzt durchbesprochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Abo zu lassen und natürlich das Liken nicht vergessen. Bitte, wenn ihr noch mehr packe ich Links wie die Beschreibung und Dingen. Ja, sage ich mal, Wiedersehen und Tschüss. Tschüss.